Herzlich willkommen bei Kirmes News und ja, mein Name ist Renior Wagner. Leider habe ich heute kein Hilfsapparat dabei und ja, ist alles scheiße geworden. Naja, wir kommen erstmal aus der Winter-Lockdown-Phase erstmal raus und ja, ein paar Überraschungen habe ich. Einiger Überraschungen. Die negativen Nachrichten habe ich eher mal weggemacht, weil das möchte ich erst nur nicht reinbauen. Erstmal kommen die positiven Nachrichten und ja, fangen wir mal an mit Liechtenstein. Ja, Liechtenstein habe ich falsch geschrieben. Die Mini-Welt Liechtenstein lädt seit Mittwoch wieder zu einer kleinen Weltreise im Außenbereich ein. Ja, Außenbereich. Und dort gibt es zum Beispiel 100 Bauwerke, zum Beispiel den Dresdner Frauenkirche bis zum indischen Taj Mahal im Maßstab von 1 zu 25. Besucher müssen einen negativen Test aus den letzten 24 Stunden verweisen. Auf dem Parkplatz befindet sich ein Testzentrum. Vollständig Geimpfte und Genesene haben freie Bahn. Und ja, das gilt auch für den Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna. Diesen dürfen die Besucher seit vor einer Woche, den Donnerstag, wieder reingehen. Und ja, dafür müssen ja, nach einem Ausbruch in den Geflügelpest im März mussten die Quarantäne geschlecht werden. Auf jeden Fall, die Öffnungszeiten sind dort bei der Mini-Welt täglich von 9 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist 16:30 Uhr. Der Ticket kostet 10 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder und ermäßigt der Amerika-Tierpark folgende Zeiten geöffnet von 9:30 Uhr bis 18 Uhr, bis Wochenende mal bis 18:30 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigte 3 Euro. Wächter. Im Wächter gibt es wieder mal ein Freizeitpark wie letztes Jahr, weil Stoppelmarkt wird ausfallen und ja, das ist nicht ganz genau sicher, wie es weiterläuft, laufen soll. Und ja, da komme ich auch gleich zu Thema NRW zurück. Und dieses Mal will zum Beispiel wird es ein Breakdancer kommen. Ja, Breakdancer. Und ja, so wie andere Fahrgeschäfte, wie letztes Jahr das Thema, dass zum Beispiel, ja, zum Beispiel ein neuer Imbiss, ah ne, ja, auf jeden Fall neuer Imbiss, zum Beispiel der Mann hat sich auch umgestellt, Schokoladenfrüchte und Süßigkeiten, letztes Jahr hat er Krebsver, ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, das wird sich auch ein bisschen umgeändert, aber das steht ein bisschen fest. Zum Beispiel von Nomeo. Dortmund wird noch überlegt, ob das stattfindet oder nicht. Ende Mai wird's eine Bestätigung kommen. Selbst Dortmund ist eine Großstadt, 280,7 Quadratkilometer Einwohner, 603.167. 7-Tages-Inzidenz sind 184,4. Ich glaube, das wird nicht stattfinden. Aber das, was ist, ja, nur Überlegung. Ja, und ja, einige sagen, es war toll. Und andere sagen, nee, war nicht toll. Naja, da werde ich vielleicht dieses Jahr mal vorbeischauen.
Ja, so, dann gibt es einen Riesenrad in Konstanz sowie in Köln und andere Städte. Auch in Düsseldorf ist wieder das Riesenrad in Betrieb in der Altstadt. In Köln ist das auch an der Altstadt, ja, in der Altstadt Süd an Schokoladenfabrik. An Konstanz ist das am den Bodensee. Neben den Sea Life ist das so. Dann haben wir auch eine kleine Beschickung. Ja, der erste Freizeitpark soll in Lingen im Norden sein. Das Lingen Flingo-Fang oder Lingenfang. Dort soll es bis vom 3.6. bis zum 27.6. sein. Dort soll der Breakdance von Welte sein, Power Express von Welte, Autoscooter von Braun und Welte, Braun oder Welte, das ist noch unklar. Vielleicht kommt das Riesenrad Harnstein, aber es kann auch Cornelius sein oder eins anderes. Auf jeden Fall, Mr. Gravity ist schon klar. Zum On Fly Over kommt auch New World 3000 von Welte und Devil Dance auch von Welte. Achterbahn ist noch uneinig, sowie Laufgeschäft. Babyflug und Kinderschleife und Trampolin wird noch dazu kommen. Der Eintritt kostet pro Person nur 1 Euro. Ja, Nutzung von Fahrgeschäften kostet so wie immer den Preis, normalen Preis. NRW will aus Öffnungsperspektive machen, so zum Beispiel, ja, Freizeitpark, Kirmesse und so weiter. Das Problem ist ja, ist so Corona und so alles. Das wird eher im Spätsommer kommen. Vermutlich wird dann normal die Weihnachtsmärkte wieder stattfinden und ja, kommt je nachdem die Inzidenzwert an, ob noch eine vierte Welle ist, ist noch unklar. Und ja, da wird es vielleicht ab September die Hana Kirmes, also die Hana Kirmes, wieder stattfinden. Schützenfeste, wieder alles wieder nach normalen System, natürlich mit Maske und Hygieneskonzept. Aber vielleicht gibt es auch die, verfällt die Maskenpflicht ja schon im August. Man weiß es ja noch nicht ganz genau. Naja, aber vielleicht kann es sein, dass wir vor August oder vor, also spätestens 31. August wird es bestimmt Volksfeste geben. Also zwischen 15. und 31. August, sage ich mal, den Zeitraum wird es allerfrühestens 15. August wird es Volksfeste geben. Ja, und vielleicht davor noch ein mobiler Freizeitpark wird. Vielleicht wird auch das erste Punkt wird bestimmt die Mörser Kirmes sein. Ja, das wäre mal toll wieder, NRW kann man auch wieder schön sparen. Ja, so temporäre Freizeitparks. So, ja, ich will jetzt nicht Hand übers Feuer legen, aber es könnte vielleicht paar geben. Vielleicht auch in Herne oder mal in Düsseldorf wieder. Ja. Weil die in Herne haben ja schon gesagt, ach, warum machen wir nicht einen temporären Freizeitpark? Wir haben das letztes Jahr nicht gemacht. Und ja, da wollten die dann letztes Jahr machen, das November, das hatte ich auch berichtet, den Kranger Weihnachtszauber in temporären Freizeitpark umzusetzen. Und dann alles ausgefallen und Pimapo. Und ja, das war traurig, ich war sehr traurig, ich wollte den etwas größeren Kirmes sehen. Ja, auf jeden Fall, das ist so traurig gewesen, ja. Ja.
Ja, cool. So wird's, ja, bla bla bla. Ja, zum Beispiel auch in Innenstädte werden Kirmesbuden und Karussells öffnen, dass die Innenstadt starken Freizeitparks, Öffnungsvollzüge, auch in NRW, ja, der Hund von 100 Parks betritt das Phantasialand, sprach vom Donnerstag von einer nicht voll. Und ja, Freizeitparks ist noch unbekannt. Moviepark hat ja zum Beispiel seinen Saisonstart verschoben, obwohl schon Europapark schon auf hat und Heidepark, da könnt ihr schon Tickets machen. Und ja. So. So, jetzt, was haben wir denn noch hier? Veranstaltungsschutz, ja, das wurde am 12. Mai versetzt. So, dann in Soest, ja, in Soest wird eine Alternativplan gemacht, also ein kleiner Alternativkonzept gegeben, weil in diesen Orten auch keine Kirmes gab, die vielleicht aber dieses Jahr stattfinden wird, die Allerheiligen Kirmes. Das wird aber jetzt erstmal so umgesetzt, dass im Soest bis Juli Hütchen stehen, so auf den Kirchenplatz, Buhn, Babyflug, Marktplatz, Buhn und vom Platz vom Müller und Kress auch Buhn. So, dann gibt's wieder eine zweite Auflage von Vogelwiese, Freizeitpark Vogelwiese, der letztes Jahr auch stattgefunden hat. Und der wird vom 5.6. bis zum 18.07.2021 Samstag und Sonntag ab 14 Uhr, Dienstag ist geschlossen, Mittwoch bis Freitag 15 Uhr hat es geöffnet, vermutlich bis 22 Uhr und im Wochenende sogar 24 Uhr und ja, Montag auch geschlossen. So, dann Nürnberg soll ein Pop-up-Freizeitpark stattfinden. Der aktuelle Datum ist noch nicht bekannt. Yay, das ist sehr, sehr traurig. So, aber es sind einige Fahrgeschäfte bekannt. Der Time Coaster von Holland soll auch hier in Deutschland Premiere machen. So, dann gibt es noch eine Überraschung. Der Bleidepark, warum ich Bleidepark aufgeschrieben habe, weil ich bescheuert bin. Bleidepark Papenberg wird auch bald seine Pforten öffnen, am 3.6. bis zum 28.6. vom Donnerstag 14 bis 21 Uhr. Ja, und die Attraktion wird auch noch mal bekannt werden. Und yes. Mobiler Freizeitpark 9.7. bis zum 25.7. soll ihm Meppen geben. Das wird eine Mischung zwischen Lingen und Papenberg. Ja, Beschickungen sind allerdings noch nicht bekannt. Allerdings soll ein 40 Meter hohes Kettenflieger kommen, also vermutlich Biontech, also Biontech, aber es kann auch auch hier einer von NRW oder von Bayern runterkommen. Und vermutlich ein Riesenrad, 50 Meter auch Riesenrad, eine Achterbahn, ein Autoscooter, ein Music Express und ja, vermutlich noch mehr. Man weiß es ja noch nicht ganz genau. Wo das in Lingen ist, kann ich euch schon sagen. Lingen ist das Emslandhalle, an der Emslandhalle und Papenburg oder Papenburg ist das
am Marktplatz. Da wird aber schon, wird noch nächstes Mal noch ein bisschen Beschickung geben. Nächste Woche ist es soweit. Da muss man noch ein bisschen drankommen. Ist das schon nächste Woche? Warte. Wir haben. Oder? Warte, warte. Wir haben ja schon den 20. Ja, nee, übernächste Woche ist das schon. Deshalb versuche ich nächste Woche noch eine Beschickung loszukriegen. Oder allerspätestens Mittwoch eine Beschickung. Mittwoch, also den 31. Mai loszukriegen. Also, nee, der 1. Mai ist das. Ha, den 1. Mai, also das, ich kann euch nicht versprechen, kann es euch nicht versprechen, dass es nächste Woche Freitag die Vollbeschickung gibt. Aber natürlich werde ich die Kirmestermine einspeichern und sagen, die wird stattfinden bis dann und dann wieder alles wie letztes Jahr ein bisschen und dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Ja, ich sage ja, dieses Jahr ist das Motto Rebreak a Wall. Ja, vermutlich wird auch ein, also ich kann euch vielleicht sagen, also bestimmte Standorte vielleicht sagen in Schleswig-Holstein, naja, wieder Normalität, Kirmes Sachsen noch nicht, weil Sachsen so eher Ost, so den südlichen Ostblock eher noch viel Corona ist. Berlin, temporäre Freizeitparks, auch Sachsen, so wie Sachsen. Saarland könnte vielleicht eine Kirmes stattfinden. Niederlande ist noch ein bisschen zu hoch. In Belgien vielleicht, so wie in Frankreich. Oh, ja, Luxemburg vielleicht auch, aber das ist noch nicht ganz sicher. NRW, Spätsommer, kann aber auch ein bisschen später verspätet werden. Oder dieses Jahr wird die Kirmessaison auch ausfallen und nächstes Jahr stattfinden. Das ist noch nicht ganz bekannt. Brandenburg, ja, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Volksfest noch nicht ganz genau. Hessen, ah, das wird auch eher auf, eher glaube nächstes Jahr verschoben. Bayern, teilweise. Oktoberfest ist ja leider abgesagt. Aber vermutlich wird die stattfinden, wird es trotzdem stattfinden, nur vielleicht nur für Geimpfte. Das Konzept umgesetzt und ja. So, Baden-Württemberg, ja, auch teilweise Region Rheinland-Pfalz, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern, ja, Niedersachsen auch. Also eher so im Norden, so wo dünn besiedelt ist, eher als in der dicht besiedelten Region, so wie Ruhrgebiet, Rhein-Main-Gebiet oder Berlin, Hamburg, Metropole Stuttgart, das ist eher so unsicher. Ja, da ist es noch ein bisschen Haken, noch unsicher, ja. Ja, aber wir hoffen ja, dass es bald ein Ende hat und dann zack. Wieder mal, wieder normales Leben, normales Arbeit, also dass wir bald wieder normal arbeiten können, normal, ja, essen gehen können wir ja. Außengastronomie, einige Städte haben Glück, dass sie sogar die Innenräume wieder öffnen können und mal Veranstaltungen, so Hochzeiten wieder durchführen können. Shoppen teilweise
diese lästigen Masken, das ist ja für uns alle eine Schwierigkeit, aber wir müssen abwarten und stark bleiben und ja, das ist so eine schwierig, also Mensch, nicht zu sagen, schwierig. Bin ich müde. So. Ja. Vielleicht werden sie auch irgendwann sagen, ach, ein Dämon gegen, also Dämonen sagen, ach komm, wir machen doch mal mobile Freizeitpark für unser Volk. Die haben so lange keine richtige Kirmes gesehen, dass wir wieder mal durchstarten. Naja, vielleicht werden ein, zwei Kirmesen nicht mal geben. Oder, ja, oder neue Kirmesen entstehen der neuen Zukunft, also New Future. Ja. Wo eine Kirmes verlässt, kommt eine Kirmes. Ja, ich glaube, das ist eher dumm. Das ist eher dumm. Ja. Ja. Gibt es da noch was Neues? Nö, glaube ich nicht. Nichts genau. Und ja, liebe Leute, lasst euch impfen. Hört auf diesen Scheißkram da nicht zu. Und lasst, wenn ihr keinen Bock habt zu testen, geht am 7. Juni, also ich, am 7. Juni alle impfen. Das ist ja zum Beispiel in Berlin, Berlin, wo ich war noch unsicher, Sachsen und Schleswig-Holstein, ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall drei Bundesländer könnt ihr einfach durchimpfen, aber ja, wieder Impfknappheit, ja, auf jeden Fall. Will ich euch sagen, bleibt gesund und wartet auf die neue Hoffnung, dass wir wieder bald miteinander Feste feiern können, uns betrinken können und ja, wir normal Karneval feiern können, normal Weihnachtsmarkt, durch den Weihnachtsmarkt schlendern, den Mandelgeruch sieht und vielleicht mal eine Achterbahn oder eine Geisterbahn besuchen geht. Mit den Liebenden auf den Riesenrad oder ein Kettenkarussell macht oder hohe Adrenalin zum Beispiel. Ja, durch die Schiffschaukel oder durch die Breakers durchrast. Ja, bleibt einfach gesund und wartet ab. Wartet erstmal ab, wie das Infektionsgeschehen jetzt weiterläuft. Ja, und ja, vermutlich wird es jetzt wieder jede Woche mal Chemist News geben. Vielleicht im Januar eine kleine Chemist Pause, also zwischen also ab den 24. Dezember bis zum 5. Ja, das Problem ist, im Februar fingen ja erste Volksfeste an. Ja, sage ich mal halt kurz, also Mitte Februar, Anfang Februar. Kann auch Ende Januar sein, da werden wir kleine Pausen einsetzen. Chemis News Pausen einsetzen und ja. Wir fangen also einfach mal erstmal anfangen, Hochbetrieb zu starten und ja, zurzeit ist es ja erstmal tief, ein Schritt nach dem anderen und dann noch höher. Und ja. Und glaub mehr habe ich nicht zu sagen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Neonga Wagner.